mal, Dorfstecher hast du noch von Raku bzw. Ranchi, der Kollege Elite-Dorfstecher? Ja, aber. Ich frag ihn gleich mal, ob er das ist. Das ist er sowieso nicht, aber wenn, falls für den Fall, wäre das todeslustig. Und die reden ja nie, bevor das Match losgeht und nach der ersten Runde wird direkt rumgebrüllt, von daher. Ja, dann fangen die an zu beleidigen. So richtig so. Bibi und Tina schlagen dich. Da haben die aber ganz schön im Sworn gestellt, die Gegner. Halt's mal, Alter. Ey, Dorfstecher. Guter Sepp, ich hab dich vermisst. Wo warst du? Familienfeier, hab dich nicht gesehen. Warum Hurensöhne, Digga? Spiel einfach das Spiel, du Zigeuner. Junge, direkt Hurensöhne. Ja, ich hab ihn nicht verstanden, weil ihr so rumgeschreit habt. Ich sag, ey, Dorfstecher, was geht? Die Hurensöhne sind Hurensöhne, Geistig behinderte Stück Pissipatzensaufotze. Ist er. Born. Junge, warum kämpft die so krass? Dorfstecher, was hier, Alter. Halten Mann, ey, Digga. Was los? Brauchst du nicht zu beleidigen. Ey, Dorfstecher, hilfst du auf PS2 zufällig den nächsten Dorfstecher? Alman, du bist ein geistiger Hurensohn, halt, Fresse, alle Schlampe. Deine Mutter. Deine Mutter. Fresse, alle Schlampe. Die feiern zurück mit Raketen. Playboy ist like Bord. Ey, bitte sagt man gleich nichts. Ich möchte die einfach komplett legit ruhig fragen, warum die beleidigen. Wir haben ja straight up gar nichts gemacht, so. Ey, yo. Jetzt mal Real Talk, so, wir haben noch nichts gemacht, warum beleidigt ihr eigentlich direkt? Ich und so. Okay. Ja, lass mal Deutsch. Bitte! Wir haben Deutsch gestimmt, sprich mal ein bisschen deutlicher. Ich verstehe dich nicht. Junge, Hurensohn aus hier. Ja, sprich doch mal ein bisschen lauter, bitte, und deutlicher. So. Kannst du dich jetzt bitte nochmal wiederholen, was du gerade eben meintest? Kannst du bitte lauter und deutlicher sprechen? Ich verstehe dich nicht so ganz. Da hat keinen anderen dort an der Schule gelernt. Ich hab euch gar nicht gesehen, ihr wart so schnell weg wie die Ratten. Wow, das C4 war echt taktisch platziert, ey, muss ich schon sagen. Sehr gutes C4. Ihr könnt nix außer uns hochsprengen, oder? Hä, bitte? Halt doch die Schnauze. Also, das war jetzt keine Explosion, wenn ich das nicht richtig sehe. Aber Hauptsache mal, das war aber gerade keine Explosion, die ich da gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, diese Pistole da, ich weiß jetzt nicht, ob die Explosive Bullets drauf hatte, aber ich habe das Gefühl, das war nicht so die Explosion. Nachlade. Mal wieder hochgejagen mit den Pistolen. Boah, wow, das war richtig weggesprengt. Habt ihr es gesehen? Guck mal, diese Pistolen machen Explosionen. Boah, diese Explosion hier. Bam, bam. Boom, explodiert. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, Alter. Junge, was für Explosionen. Boah, peinlich, Alter. Nicht so, Klaas, wenn du nicht innerhalb den 10 Minuten jetzt hier gebannt bist, dann weiß ich auch nicht. Wieso? War ja nichts Schlimmes dabei. Jetzt. Nee, auf Nico, der die ganze Zeit. So, ich hab's wieder Tadern gewesen.